Gut, dann machen wir es jetzt aber wie folgt. Dann gehen wir nämlich direkt in die nächste Vase, also quasi gesehen in die Vase, die wir gerade schon geöffnet hatten. Und nehmen stattdessen dann hier eine andere Vase, um dann, ja, um die Orientierung einfach zu behalten. Ich hoffe, man kann das ein bisschen verstehen. Flupp, hoppsala, das wollte ich nicht. Egal, wir gehen trotzdem zuerst in die rechte. Erst in die rechte, dann in die linke. Das passt schon einigermaßen. Oh, jetzt sind wir auf dem Schiff. Auch interessant. Hier sind verdammt viele bösartige, hier sind Hände. Das finde ich doof. So, das hier ist in jedem Fall das, was ich aus dem Augenwinkel schon gesehen hatte. Da habe ich mir nämlich auch schon Gedanken gemacht, ob man hier vielleicht mit dem Enterhaken hoch müsste oder so, aber nö. Scheint einfach so zu sein, dass man eben so nach oben teleportiert wird. Ja, gut. Das kann jetzt nur eine halbe Ewigkeit dauern, aber was soll's. Wir haben ja ein bisschen Zeit mitgebracht, ne? Ich war auch schon am Überlegen, wenn wir dann nachher soweit sind und der Herin keine Ideen mehr hat, aber offenkundig noch ein paar Gegenstände fehlen und so, ob wir dann dazu übergehen, ein bisschen zu schneiden, wenn ich dann sowieso nebenbei im Spieleberater gucke, wird vermutlich die sinnvollste Herangehensweise sein. Ich möchte euch ja auch nicht unnötig nerven mit irgendwelchen, ja, komischen, da ist eine Schatztruhe, mit irgendwelchen komischen Plänen, die zu nichts führen, so wie zum Beispiel diese Vase zu absolut nichts geführt hat. Und, ja, gut, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ein paar Ideen habe ich noch. Ein paar. Flupp, flupp, flupp. Mit jeder Hand müssen wir uns natürlich auch nicht anlegen. Und ich glaube, das ist auch... Ja... Ich glaube... Wahrscheinlich führt der jetzt aber auch sowieso nur wieder zurück, oder? Nee, andererseits, wenn der Pfad jetzt schon so weit geht... Nee, das könnte unter Umständen schon richtig sein. Das hier wird wohl mal ein richtiger Pfad sein. Okay. Aber wer weiß, wie viele es hier gibt. Gut. Da hätten wir jedenfalls die erste Schatztruhe dieser wunderbaren Höhle, die da irgendwie beinhaltet ein Dingens. Du hast die Geisterschiffkarte gefunden. Ruf den Kartenbildschirm auf und mach dich schlau. Okay. Ja, das ist definitiv auch noch eine Sache, die wir in Angriff nehmen müssen. Generell, das hatte ich beim letzten Mal oder bei der vorletzten Aufnahmesitzung total vergessen. Geisterschiff beziehungsweise die Mondphasen. Wir wollten doch noch ein Bild vom Vollmond machen für den einen Jungen. Aber da ich sowieso nochmal nach Portemonnaie zurück wollte, werden wir das wohl, ja, am besten gleich dort in Angriff nehmen. Und dann spiele ich einfach ein paar Mal hintereinander die kleine Tag- und Nachtmusik. Sollte auch gehen. So, nur der Vollständigkeit halber gehen wir jetzt nochmal hier rein, auch wenn ich fast schon fürchte, dass das einfach nur, ja genau, wieder zum Anfang führt. Gut. Aber okay, dann hätten wir das an der Stelle alles abgegrast. Und jetzt haben wir ja hier noch zwei Wege, die wir noch nicht näher unter die Lupe genommen haben. Badu! Wie sie immer so schön kreischen und irgendwie sagen, nein, bitte hau mich nicht. Und ich sage, tja, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Und okay, auch das ist nur ein Pfad hierhin. Man kann ja nicht oft genug in irgendwelche Vasen reinhüpfen, finde ich. Sollte man definitiv ein bisschen ausgiebiger betreiben, diesen Sport. Wenn man es schon im Dungeon nicht oft genug getan hat, was man ja dort eigentlich in der Tat auch eher relativ selten tun muss, dann kann man es hier wenigstens nochmal ein bisschen ausgiebiger zelebrieren. Ja, nach Portemonnaie wollte ich nochmal, nach Präludien müssen wir auf jeden Fall nochmal, weil mir da auch noch etwas einfällt. Und
das hier ist ein wunderbares Glücksamulett. Es ging jetzt hier tatsächlich nur um die Geisterschiffkarte? Na gut. Ja, wenn es dann halt so ist, dann ist es halt so. Ja, und jetzt wäre ich hier nochmal, aber das ist ja im Endeffekt total egal. Gut, ja, viel größer ist das Gebiet an sich ja eigentlich auch gar nicht. Gut. Die Geisterschiffkarte können wir uns gerne nochmal angucken. Wobei uns da die Fische ja sowieso noch ein bisschen geholfen hätten. Weil die haben jetzt ja teilweise gesagt, komm zu der und der Mondphase doch bitte nochmal her. Und dann wirst du etwas gar Schauerliches sehen. Und dabei geht es natürlich um das Geisterschiff. Oh, da wird uns auch aktiv angezeigt, welche Mondphase wir aktuell gerade überhaupt haben. Und ist das nicht sogar bei der Rhombusinsel? Also, so von der reinen Form her? Wie war denn der Tipp des Fisches hier? Jungchen, der Schatz, den erreichst du, mit dem erreichst du, dass es anstatt wie sonst immer zu verschwinden, plötzlich nicht mehr verschwindet. Na, von diesem Dings da halt, das hier immer auftaucht, wenn nachts dem Mond links ein kleines Stückchen fehlt, verstehst du? Aber man benötigt die Geisterschiffkarte, ansonsten würde es auch immer wieder verschwinden. Okay. Das ist natürlich schlau. Und was für ein Zufall, dass wir jetzt auf einmal Nacht haben. Und was für ein Zufall, dass wir es dort hinten sehen. Das Geisterschiff. Oh yeah. Das ist natürlich extrem cool. Unverhofft kommt oft. Dann brauche ich es gar nicht irgendwo quer auf den weiten Ozean, suchen. Sondern stattdessen können wir es uns gleich hier aus nächster Nähe angucken. Das Geisterschiff. Ja. Darf natürlich nicht fehlen. Also zu jeder Geschichte, die irgendwo auf dem Meer spielt. Ich finde, da sollte so ein Geisterschiff nicht fehlen. So, und da sind wir auch schon mittendrin. Statt nur dabei. Ja, das Geisterschiff. Die Gegner hier sehen aber teilweise eher ein bisschen irdisch aus. Beziehungsweise, das ist jetzt nichts, was wir nicht schon irgendwo anders gesehen hätten. Mal von, ja gut, nee, von den Geistern nicht abgesehen, aber ihr wisst schon, die Geister, die wir riefen. Die Geister tauchen jetzt auch nicht überall auf. Für gewöhnlich zumindest. Die hatten bisher nur in dem einen komischen Dungeon. So. Hier scheint ein bisschen Licht herein. Zum Glück. Woher auch immer. Also, es muss ja quasi gesehen das Licht des Mondes sein oder so. Ich meine, immerhin haben wir stockfinstere Nacht. Oder sehe ich das verkehrt? Das waren erstaunlich wenig Gegner. Da hätte jetzt ruhig noch ein bisschen was kommen können, finde ich. Zumindest ein paar Totenkopfgegner oder irgendwie sowas in der Art. Aber ja, okay. Nehmen wir einfach mal so hin. Vielleicht ist die ganze Sache ja noch gar nicht ausgestanden. Und ich meckere jetzt schon wieder viel zu früh los. So, was haben wir hier? Oh, jede Menge Rubine. Der Schatz des Captain Schnieschnarschnupsen. Ja. Der hier auf den sieben Meeren sein Unwesen trieb und ziemlich viele piratische Dinge getan hat in seinem Leben. Du hast einen Triforce-Splitter gefunden. Jetzt fehlt dir nur noch ein weiterer. Was zum Teufel? Okay. Und da ist es weg. Und da haben wir den Bann des Geisterschiffes gebrochen. Okay. Das ging schnell. Zugegebenermaßen. Aber gut. Okay. Bin ich zufrieden. Für den Moment haben wir das also auch irgendwie erledigt. Triforce-Karte 1, 2, 3. Gibt's doch bestimmt noch eine vierte, oder? So, welches war das jetzt? Schatzkarte Nummer 5. Dann holen wir uns das jetzt einfach mal als nächstes. Das dürfte ja wohl das Dornarm-Feen-Kordial sein. Jo, in der Zwischenzeit können wir mal wieder ein paar Flaschen lesen. Muh. Okay. Verfolgt er mich etwa? Wer weiß. Kein Essen. Was? Kein, oder was soll das? Na. Wo ist der Gott des Windes? Tja, das war's wohl für ihn. War's wohl für ihn? Achso, der hängt da. Ein Bild von Tetras Mutter? Tetras Mutter? Was? Wie? Wo? Wer? Naja, gut, Tetra ist gar königlichen Blutes, das haben wir ja mittlerweile herausgefunden. Obwohl, na gut, okay, sie war sich ihrer Herkunft ja nie wirklich bewusst und
Na gut, dieses königliche Blut, das kann natürlich auch über mehrere Generationen jetzt schon gewesen sein. Mehrere Generationen auch wieder in Anführungszeichen versehen. Ocarina of Time soll ja hier 100 Jahre her sein. Was irgendwie sehr seltsam ist. Wenn man bedenkt, wie schnell sich andere Völker hier entwickelt haben und so. Aber das hatte ich, glaube ich, irgendwo anders schon mal angeprangert. Deswegen lassen wir das an der Stelle einfach mal sein. Mir war doch so irgendwie aus dem Augenwinkel, dass der olle Briefkasten ein bisschen umherjuckeln würde. Juckel, 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 juckel. Dann gucken wir mal. Guten Morgen. Ich habe Post für Sie. Hier ist der erste Brief. Blups. Lieber Hering, mein Freund hat mir die Goldfedern geschickt. Ich bin eine echte Vogelnärrin und weiß daher, wie schwer es ist, an diese Federn zu kommen. Daher kann ich jetzt mein Glück auch gar nicht in Worte fassen. Aber ich möchte unbedingt, dass du auch etwas von meinem Glück hast. Daher danke ich dir vom ganzen Herzen so sehr, dass ich dir gleich ein Viertelherz beigelegt habe. Oh yeah! Du hast ein Herz da gefunden! Wuhu! Die in dir aufkeimende Freude ist kaum zu übertreffen! Wuhu! Das ist toll. Aber das bedeutet, dass mir jetzt noch 11 Stück fehlen? Echt? So viele Herzteile habe ich links liegen lassen überall? Das ist ja geradezu schockierend. Aber gut. Falsche Richtung? Richtige Richtung? Nö, irgendwie müsste ich mehr so... Nee, wo muss ich denn hin? Ganz falsch. Was mache ich denn? Dupi-dupi-dupi-dup. Dupi-dupi-dupi-dup. Das ist die richtige Richtung. Okay. Immer geradeaus. Immer, wenn wir immer wieder freuen. Immer wieder schön sein. Immer wieder toll sein. Immer wieder... Danach könnten wir als nächstes mal gucken, was für Schatzkarten uns noch fehlen. Beziehungsweise... Nee, Moment. Wie gesagt, Portemonnaie. Achso, auf unsere Insel müssen wir übrigens noch einmal, weil wir dort auch noch etwas mit unserem Greifhaken erledigen können. Ist das nicht hier? Ne, Quatsch, das ist die Isla Bomba, natürlich. Unsere Insel war weiter im Westen, aber na gut, was soll's. Unsere Insel. Unsere Insel, Präludien, Portemonnaie. Und danach wird's schwierig, weil dann fallen mir echt. Ja, nö, keine Sachen mehr ein. Wüsste ich jetzt nicht, was ich da noch erledigen sollte oder müsste oder dürfte oder könnte oder... Ja, ist alles nicht so gar einfach und überhaupt und sowieso, aber der Hering setzt seinen Kurs trotzdem fort auf stürmischer See. Egal, was für seltsame Widrigkeiten ihm entgegengeworfen werden, er weiß ganz genau, dass er, es schon irgendwie schaffen wird. Es schon irgendwie schaffen wird. Was auch immer auch schaffen wird. Aber er wird es schaffen. Da ist er sich ganz sicher. So. Mal gucken, was jetzt hier so drin ist. Ich hoffe hier, wie gesagt, auf den Herzteil. Treppstieginsel waren wir schon, oder? Das war ja das mit dem Spiegelschild. Aber das hat man gemacht. Da bin ich mir jetzt eigentlich ziemlich sicher. Yay, du hast ein Herzteil gefunden. 2 dahin, dann fehlen jetzt nur noch 10 Herzteile. Das ist gut. Dornarm, Feen, Cordial. Wo fehlen uns denn generell Isla Ursa Major? Hier haben wir noch gar keinen Schatz geborgen. Erkennt man ja daran, dass hier noch gar kein roter Punkt ist. Genauso auch wie auf Isla Cassiopeia. Das Zwei-Augen-Riff. Und die Terra-Insel. Oder generell auch die Zephyr-Insel. Oder interpretiere ich das gerade falsch? Aber na gut, okay. Was habe ich gesagt? Heringsland. Hier. Wir müssen umdrehen. Wir müssen ganz flugs umdrehen. Wir müssen nicht so weit umdrehen, bitte, sondern ein bisschen mehr so halten. Und dann, ja, Heringsland erreichen. Weil wir dort, wie gesagt, auch etwas noch mit dem Enterhaken erledigen können. Portemonnaie ist eigentlich nur, ja, die Stippvisite wegen diesem Vollmond-Dingens. Und noch wegen einer anderen kleinen Sache. Die mir nicht unbedingt ins Auge gesprungen ist, aber das hatte ich dann nochmal gelesen, dass man dort nochmal so ein kleines witziges Easter Egg quasi gesehen, erspielen könnte. Was heißt erspielen könnte? Einfach noch eine Sache, die ich euch zeigen könnte. Deswegen probieren wir das doch dann einfach auch nochmal aus. So der reinen Vollständigkeit halber. Übrigens, das mit der Nintendo-Galerie habe ich nicht vergessen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, die Wii anzuwerfen, beziehungsweise eben mein Spielstand von der GameCube-Version zu überprüfen. Aber werde ich jetzt wahrscheinlich doch heute im Laufe des Tages noch machen. Und dann
werde ich euch da unter Umständen auch noch etwas präsentieren können, nämlich die vollständige Mini-Nintendo-Galerie, wenn alles gut läuft. Ja, wenn alles gut läuft. Aber, na gut, okay. Warten wir es erstmal ab. Ich will euch an der Stelle vielleicht auch nicht zu viel versprechen. Falls nämlich mein Spielstand doch nicht mehr vorhanden sein sollte. Und hier bei der Wii-Version, bei der Wii-U-Version werde ich, definitiv nicht nochmal die Mini-Nintendo-Galerie vervollständigen. Da habe ich dann offen gesagt irgendwie auch nicht mehr so die rechte Lust drauf. Ach ja, eine andere Sache, eine andere Quest, die wir eigentlich noch beenden müssten, das wäre die Geschichte um die Handelswaren. Da haben wir ja auch noch nicht alle. Und auch dort sollte man zum Schluss eigentlich noch etwas bekommen, wenn ich mich nicht gar täusche. Ja. Ja, das ist der richtige Abstand. Das ist schön, das ist toll. Das ist übrigens eine Truhe, die man hier erreichen kann. Yay! Wunderschöne kleine Truhe. Wunderschöne kleine Truhe. Die mir da zeigt. Oh, eine Schatzkarte. Gegen Schatzkarten habe ich nichts, in der Tat. Gut. Hat sich das an der Stelle dann also auch wieder gelohnt? Ansonsten ist hier oben nichts. Nö, nein, überhaupt nicht. Dann halt nicht. Wenn ihr mir so die kalte Schulter zeigt, dann zeige ich euch an der Stelle auch einfach mal die kalte Schulter. 26, Schatzkarte 27. Bis hierhin haben wir alles vollständig. So, und das dürfte jetzt, entweder ist das, ja, Isla Cassiopeia oder eher Isla, oder auch nicht. Was? Sieht gar nicht so aus. Ist das, nö, das ist Isla Orion. Ach so. Okay, auch interessant. Gut, ja, wenn es Isla Orion ist, dann ist es halt Isla Orion. Dann begeben wir uns doch einfach mal dorthin. Und sacken einen weiteren kleinen süßen Schatz ein. Babadabab, babadab, babadab. Zwischenzeitlich hatte ich ja in diesem Let's Play über Nachfolgeprojekte gesprochen, Nachfolge-Zelda-Projekte und dergleichen. Zwei, drei Leute hatten mir im selben Atemzug allerdings auch geschrieben, dass sie es nicht so für, ja, sie würden es nicht so als schlimm erachten, wenn ich dann aber nach diesem Zelda-Teil erstmal für zwei, drei Wochen oder so eine kleine Zelda-Pause einlegen würde. Und dafür lieber etwas anderes Let's Playen oder vielleicht auch generell gar nichts Let's Playen oder so. Also jetzt überhaupt nicht, dass ich überhaupt gar nichts mehr auf meinem Kanal Let's Playen würde. Aber so, dass quasi gesehen der 20 Uhr Block auf meinem Kanal wegfallen würde, auf dem ja momentan Zelda liegt. Ist auch so eine Überlegung. Und auch so eine Sache, die ich so ein bisschen auch für mich im Hinterkopf habe. Auch wenn das Let's Playen extrem viel Spaß bringt und ja, einfach eine wunderbare Freizeitbeschäftigung für mich ist, bei der ich eigentlich auch weitestgehend irgendwie so ein bisschen abschalten kann und bei dem ich einfach für mich auch einfach diese wundertollen Spiele so wundervoll genießen kann. Nichtsdestotrotz, der zeitliche Aufwand, der dahinter steckt, gerade bei 4 Projekten täglich, der ist leider doch relativ immens und der Laptop hier von mir ist eigentlich Tage mehr an, als es vielleicht unter Umständen sein müsste. Silberne Rubin, das ist natürlich schade. Ja, also unterm Strich irgendwie mehr an, als es sein müsste. Der Vogel will irgendwie was von mir. Das ist jetzt nur so ein Verdacht, aber na gut, okay. Ja, warum ist das Ganze, der wird jetzt, eigentlich müsste er jetzt mit weggewirbelt werden. Aber nur so. Irgendwie sah es putzig aus. Na gut, egal. Ja, nee. Warum ist mein Laptop mehr an, als er sein sollte? Ganz einfach, weil diese ganzen, das ganze Aufnehmen und so ist die eine Sache. Aber der ganze Rattenschwanz, der dahinter hängt, der ist halt noch die andere Geschichte. Ich spreche jetzt in erster Linie natürlich vom Rendern, dann in zweiter Linie, und das nimmt auch extrem viel Zeit einfach in Anspruch. Vom kleinen Tag- und Nachtmusik, rechts, links, runter. Vom Hochladen. Ich habe leider keine so gute Internetleitung.
Und die Videos, die ich produziere, selbst wenn ich sie ein bisschen kleiner komprimiere und so weiter, auch ein bisschen zu Lasten der Performance bzw. des allgemeinen Video-Aussehens, die Dateien sind trotzdem einigermaßen groß und es nimmt Zeit in Anspruch, das hochzuladen. Und das ist halt irgendwie ein bisschen doof. Und gerade am Wochenende ist es teilweise so, dass der Rechner eigentlich fast ununterbrochen an ist. Und das geht mir... Quatsch. Das geht mir teilweise auch selber so ein bisschen auf den Sack. Und das würde ich gerne unter... Ja, diese Zeitspanne würde ich eigentlich gerne für mich so ein bisschen verringern. Auch wenn das eben im selben Atemzug bedeutet, dass ich dann nicht mehr gar so viele Projekte irgendwie auf meinem Kanal hätte. Ja, das hat alles irgendwie Vor- und Nachteile. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich da so in der Beziehung so irgendwie machen soll. Und 3 Videos pro Tag im Endeffekt, man, das reicht ja eigentlich auch. Man darf sich das, man sollte sich das wirklich mal vor Augen führen. Also ich habe jetzt zeitweise über Wochen hinweg das so gehandhabt, dass ich pro Tag eigentlich 60 bis 80 Minuten Material von mir hochgeladen habe. Das alles guckt sie sowieso, also eine Einzelperson, nur sehr, sehr schwierig an, weil das würde quasi gesehen bedeuten, dass sie pro Tag über 1 Stunde mit mir verbringt. Und das ist ein bisschen utopisch gedacht. Also manche machen das vielleicht sogar tatsächlich, aber dass sie mich so lange nebenbei laufen lassen. Aber ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist, ob das auf Dauer nicht irgendwie auch ein bisschen zu viel ist oder so. Man soll es ja irgendwie nicht übertreiben, ne, mit den schönen Dingen im Leben. Der Mond ist noch nicht voll, ne? Ich glaube, der ist erst zu 3/4. Einmal müssten wir also noch. Einmal werden wir noch wach. Tralalalala. Flup!